Hallo, heute ist Montag und ich befinde mich in der Turbo-Woche. Ist ein bisschen zu hell, deswegen muss ich meine Sonnenbrille aufsetzen. Also, wie gesagt, ich befinde mich in der Turbo-Woche. Das heißt, diese Woche soll gewichtstechnisch ganz viel passieren, laut Plan. Gucken wir mal. Auf jeden Fall ist es dafür geeignet, um meinen Metabolismus nochmal anzuregen. Und durchs Training ist es natürlich so, dass ich auch Muskelmasse aufbaue. Durch die Ernährung hoffentlich so, dass ich weiter abnehme. Gucken wir mal, was die Woche so bringt. So, ich bin nach der Hunderunde direkt noch weiter ins Training und hart. Definitiv. Die Turbo-Woche ist generell hart. Am Anfang hätte ich nie geglaubt, dass man die überhaupt schaffen kann oder ich die überhaupt schaffen kann. Jetzt ist sie einfach nur noch hart und ich glaube, sie wird aber richtig krass wirken. Und ich will die Chance nutzen, um einmal ganz deutlich zu sagen, dieses Programm ist hart. Also es ist nicht etwas, was ich nebenbei machen kann, während ich 10 Schokoriegel esse, sondern es ist etwas, wo ich mir Mühe geben muss, wo ich mich auch an vielen Stellen überwinden muss, anders zu essen als bisher. Weil eins muss man ganz deutlich sagen, ich war zu dick, bin es immer noch. Warum? Weil ich zu viel von den falschen Sachen gegessen habe. Und wenn du aber bereit bist, daran etwas zu ändern, dann ist dieses Programm das Richtige für dich. Und wie gesagt, ich kann von Simones Abnehmprogramm sagen, es funktioniert definitiv auch ohne Sport, aber es funktioniert viel, viel besser mit Sport. Und das ist das Wichtige, auch eine Sportvariante für dich zu finden, die du auch mit Autoimmunerkrankung gut machen kannst. Also, weiter geht's. Hallo, heute ist Donnerstag und wir hatten gestern das Webinar zum Thema Reisen mit Autoimmunerkrankung. Das hat echt Spaß gemacht und war cool, euch alle dabei zu haben. Jetzt bin ich auf dem Weg zum Sport, bin gerade aus Berlin zurückgekommen, wieder in Hannover, bisschen fertig, echt schlecht gegessen. Also heute hat der Ernährungstag so gar nicht geklappt. Naja, jetzt muss ich umso fleißiger Sport machen, um das irgendwie wieder auszugleichen. Also, los geht's! Wie man an meinem roten Gesicht sieht, es ist eine Stunde später und ich bin ganz schön außer Atem. Also an einem Tag mit nur 4 Stunden Schlaf, 8 Stunden Unterricht geben und 3 Stunden Autofahrt quetscht du echt beim Sport noch so das letzte bisschen Kraft aus dir raus, was noch da ist. Aber ich kann nur empfehlen, nicht den einzelnen Moment zu sehen, auch wenn er sich mal scheiße anfühlt, sondern die Gesamtheit aller Momente. Das ist am Ende das, was zählt, der große Durchschnitt. Und wenn da mal ein oder zweimal Sport bei ist, wo ich mich quäle, dann ist das halt so. Solange der Großteil Spaß macht und mich voranbringt. Das ist das Wichtigste. Heute ist Samstag und eigentlich ist ein schöner, sonniger Tag. Aber so gut die Woche auch so ungefähr bis zur Mitte war, muss ich doch leider sagen, ich überlege abzubrechen. Es ist, auch wenn es sich total positiv darstellt und ganz viel ich schon erreicht habe und es ganz viel gutes Feedback gab, ist es einfach echt hart mit dem Abnehmen, muss ich echt sagen. Also gerade jetzt, der zweite Teil der Woche war mega hart und deswegen habe ich mich auch entschieden abzubrechen. Also ich werde die Turbo-Woche nicht zu Ende führen. Ich bleibe natürlich beim Gesamtvorhaben dabei, aber ich kriege die Turbo-Woche nicht zu Ende hin. Ich habe sogar die Befürchtung, dass zum Ende der Woche ich wieder mehr drauf habe als vorher. Also wie gesagt, es hat bis mit der Woche ziemlich gut geklappt. Das Webinar Reisen mit Autoimmunerkrankung lief ja auch super und ganz tolles Feedback. Danke dafür nochmal. Aber insgesamt jetzt der Rest der Woche mit wenig Schlaf, viel Arbeit und Stress und anstrengenden Sachen. Wir haben ja ganz viel im Garten gearbeitet. Ich krieg's nicht hin. Also ich werde wieder in meine Ernährung von der Woche davor zurückgehen und die Turbo-Woche an der Stelle abbrechen. Morgen messe ich aber trotzdem Gewicht. Aber meine Botschaft an euch da draußen, das ist nicht immer einfach. Das ist hart und versucht durchzuhalten, wenn ihr beim Abnehmen seid. Ich glaube, am Ende lohnt es sich. Und sucht euch Leute, mit denen ihr darüber reden könnt. Das ist ganz wichtig, dass ihr das nicht in euch hineinfresst. Das macht einen ziemlich fertig. Ich bin ganz froh, meine Partnerin ist da ganz, ganz lieb und ganz fair zu mir und unterstützt mich und hat da auch für alles Verständnis. Also sucht euch jemanden, dem ihr die Sachen erzählen könnt, wenn ihr in so einem Abnehmprogramm frustriert seid. Und morgen gucken wir mal auf die Waage. Wie gesagt, ich befürchte, dass es mehr geworden ist. Schauen wir mal.
Hallo, heute ist Montag und mein Abschlussvideo kommt also ein bisschen später. Ich habe aber gestern gemessen, also keine Sorge, es passt alles. Ja, was soll ich sagen? Obwohl die Turbo-Woche so schief gegangen ist bei mir, Gewicht gehalten, Bauchumfang zum Beispiel ein bisschen weniger. Ich nehme trotzdem den Wert jetzt von letzter Woche. Das heißt, alles 1:1 gehalten. Ich habe noch mal ein bisschen drüber nachgedacht. Ich glaube, die Turbo-Woche kann sehr gut funktionieren. Das sieht man schon alleine daran, dass ich trotz 3, 4 Tagen absoluter Entgleisung meine Werte gut gehalten habe. Aber man muss sich da auch ein bisschen drauf vorbereiten. Also ich habe mich zu wenig drauf vorbereitet, muss ich ehrlich sagen. Und dadurch ist das bei mir auch krachen gegangen, weil ich dadurch in zu lange Phasen ohne Essen gekommen bin und dann mega Hunger hatte und krass in mich reingestopft habe. Und das hat einfach nicht gut funktioniert. Lag an der Stelle leider an meiner Vorbereitung. Aber gut, es geht in die nächste Woche und ich bin optimistisch, dass es jetzt weiter runtergeht, einfach mit meinem normalen Plan, den ich jetzt wieder weiterverfolge. Und wie gesagt, ich glaube, die Turbo-Woche kann total gut funktionieren, aber dann auch richtig vorbereitet. Also, bis nächste Woche.